Willkommen aus dem Ort, wo Visionen wahr werden, wenn man das so salopp formulieren kann, nämlich aus dem Ortsteil Saaling bei Ips. Lieber Herr Bürgermeister, guten Morgen erstmals. Guten Morgen, herzlich willkommen. Wir stehen neben der Donau bei nicht so schönem Wetter, ist eigentlich sehr passend, denn was wir jetzt natürlich ganz kurz ansprechen wollen, ist der Hochwasserschutz. Ihr habt kürzlich hier Gemeinderatssitzung gehabt. Da schaut es jetzt sehr gut aus und es passiert was, oder? Ja, es passiert was. Wir haben jetzt endgültig den Fördervertrag vom Land und vom Bund bekommen. Und wir können endlich das Projekt umsetzen, auf das ja unsere Bevölkerung hier im Teil Saaling, Neusaaling, Salzenstein schon so lange wartet. Und wir werden in Kürze mit dem Spatenstich beginnen mit dem Hochwasserschutz. Also alles auf Schiene. Ihr habt ja sehr viel vor in der Stadt Ips. Ein anderes Großprojekt wäre die Stadthalle. Die habt ihr jetzt ein bisschen hintangestellt deswegen, oder? Das war eindeutig zugunsten des Hochwasserschutzes für die Region. Wir haben aber dann zusätzlich zu den Kosten, zu den Förderkosten von der Stadthalle eben jetzt die Zusage bekommen für den Hochwasserschutz. Aber es wäre mir als Bürgermeister total wichtig gewesen, das auch im Gemeinderat, beziehungsweise habe ich es im Gemeinderat vorgelegt, dass wir dann die Stadthalle hinten anstellen. Ja. Zum Thema Stadthalle selber, das ist ein ganz großes Projekt und mir war immer ganz wichtig die Sicherheit der Finanzen, dass die finanzielle Sicherheit gegeben sein muss und soll. Und wenn das ist, dann werde ich als Bürgermeister das im Gemeinderat vorlegen, weil es ist natürlich schon so, dass im Hintergrund extrem viele Arbeiten, viele Gespräche mit den Förderstellen und so weiter passieren. Das, was natürlich nicht jeder weiß, was da wirklich Arbeit dahinter hängt. Und wichtig ist, wenn die finanzielle Sicherheit gegeben ist und ich beruhigt sagen kann, das kann sich die Stadt und das können wir uns leisten, dann wird das im Gemeinderat beschlossen werden. Nur sind wir nicht so weit. Der nächste Battleground, wie immer, wäre der Bereich Bildung. Auch hier ist was geplant, oder? Geht sehr viel weiter, ja. Vielleicht nur ganz kurz zu der Volksschule und Hauptschule angesprochen, haben wir die letzten 7, 8, 9 Jahre rund 15 Millionen Euro investiert in die Bildung, in die Jugend, was uns ganz, ganz wichtig ist. Aber angesprochen, unser Schulzentrum mit IT-HTL, HKASCH, ist natürlich auch in die Jahre gekommen und wir haben hier ein großes Projekt geplant, dass wir die IT-HTL noch erweitern und vor allem erneuern und evaluieren, auch genauso die alten Räumlichkeiten von der HKASCH. Und ich habe hier bereits die Zusage vom Bund, vom Bildungsministerium in schriftlicher Form bekommen über 50%. Vom Landesanteil, von den 33%, was normal Usus ist, dass auch unterstützt wird, sind wir dabei. Da gibt es Gespräche. Wir sind gerade, wir haben wieder in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, immer Step by Step Schritte zu setzen, was von uns, von den Förderstellen verlangt wird. Und jetzt wird gerade die ganze Schule, das ganze Areal, wirklich auf einen Millimeter genau vermessen. Das macht die Firma Schubert aus Ips. Das war eine Förderung von der Seite vom Land. Und wie gesagt, da machen wir einen Schritt nach dem anderen. Alles ganz ruhig, alles ganz fachlich und sachlich richtig, wie es sein soll und Schritt für Schritt und nichts überhasten, weil wir reden doch auch von einem Projekt, was wahrscheinlich so zwischen 9 und 11 Millionen Euro verschlingen wird. Bleibt natürlich auch für die Gemeinde etwas über und deswegen muss das einfach alles ganz genau und behutsam bearbeitet werden. Man sucht nicht nur das Heil in der Moderne und Innovation, sondern auch in der Tradition. Da geht es vor allem um Tourismus, glaube ich. Wir sagen natürlich, dass man, wie kann man natürlich Wirtschaft ankurbeln, wie kann man Tourismus ankurbeln und so weiter und so weiter und so weiter. Da passiert natürlich sehr viel über Kunst und über Kultur, was halt da alles dazugehört. Und wir haben in der letzten Gemeinderatssitzung einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gefasst, dass wir den Passauer Kasten uns ankaufen oder käuflich erwerben werden. Wir sind ja bereits seit einigen Jahren Mieter von diesem Haus. Und da verspreche ich mir wirklich sehr, sehr viel in dem Bereich Tourismus und Kultur, weil natürlich dieses Gebäude, wenn das wirklich dann im Eigentum der Stadt ist, natürlich in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren, wie man das dann berechnen und anlegen will, natürlich auch für die Wirtschaft, für den Tourismus, für das gesamte Zusammenleben, Gesellschaftsleben in Ips sehr viel passieren wird. Und eins kann man versprechen, der Passauer Kasten wird sicher eine ganz wesentliche, zentrale Rolle in der Stadt spielen. Das ist das älteste Haus von der Stadt Ips, das ist direkt an der Donau. Ich habe vom Bundesdenkmalamt, von den Verantwortlichen gehört, dass es so ein Haus in dieser Form in Österreich nur zweimal geben soll. Hier in Ips eines und eines in Stein, Krems. Super, Dankeschön.